Nerven liegen blank. Gerade eben hat Kanu zweimal die Temperatur und den Gratis-Ozean bekommen, mit freundlicher Unterstützung von Echoline. Nein, mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Was soll man da noch sagen? Das war... Nein, ich kann nichts sagen. Was bekomme ich denn? Nee. Ja gut, vielleicht das Wirtschaftsnetzwerk wäre vielleicht sinnvoll. Dann dürfte ich auch mal eine Karte ziehen, so wie Alsarin ständig. Und hier bekomme ich einen Siegpunkt. Okay. Aber, oh, mir fehlen immer noch die Worte. Für dieses Finale der 10. Generation. Das war episch. Episches Finale der 10. Generation. Wer erinnert sich? Letzte Woche, die Folge. Oh, unglaublich. Ach, ich bin dran. Oh, Entschuldigung, habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh. Oh, was war... Ja, ich kann jetzt die Raubfische... Da kann ich mich jetzt mal für rächen, also... Ja. Ja. Okay, wem nehme ich jetzt... Ich meine, Echoline eine wegzunehmen, der... Wobei... Bringt mehr. Denn mit 14 kann er genau zwei Grünflächen machen. Oder Robinson. Oder Robinson. Wem nehme ich sie weg? Ich meine... Nee, hier ist ihm einfach mehr wert. Ja. Soll ich jetzt die Temperatur erhöhen? Ihr könnt ja mal die Temperatur erhöhen. Habe ich schon lange nicht mehr. Diese 10. Generation, die war... Boah, der Burner. Och, da ist ja schon wieder... Was ist denn passiert? Alsarin, ja gut, hat einen Wald gemacht. Alsarin hat zwei Wälder gemacht. Ja gut, ich sag doch, Echoline rockt das Ding. Habe ich schon vor Jahrzehnten gesagt, wenn wir gerne als gut sprechen. Ich bin dran. Ich bin völlig am Ende. Ja, und damit herzlich willkommen bei Wie man bei Terraforming Mars nicht gewinnt. Okay, es sieht so aus, als könne das sogar schon die letzte Generation werden. Uiuiui. Wie viel hat er denn da noch? Zumindest hat er nicht genug Wärme, um nochmal die Temperatur zu erhöhen. Eigentlich muss ich ja jetzt alle meine Siegpunktkarten rausschmeißen. Also, die wird mir einen Siegpunkt bringen und die einen Siegpunkt plus einen Terraforming-Wert durch den äquatorialen Magnetisierer. Deswegen ist die mehr wert. Ach, und ich kann jetzt sogar noch mit Stahl bezahlen. Ja. Und Alsarin, du ziehst wieder eine Karte oder gleich 5. Ich habe so gut wie nichts auf dem Mars. Ja. Echoline hat den Mars voll. Kanu ist mir ebenbürtig in den Terraforming-Werten. Wie sieht es mit den Siegpunkten aus? Ich habe 20 und Kanu 16. Oh, das wird eine enge Kiste. Und er hat natürlich mehr auf dem Mars als ich. Ja, Alsarin, bau eine Stadt. Ja, bau nur Städte. Meinetwegen. Mach doch. Ach ja, richtig, keiner hat ja noch die Haustiere. Ja gut, das war natürlich ein guter Move jetzt, die Mangroven direkt daneben zu setzen. Dieses Spiel ist einfach zu nervenaufreibend. Die 10. Generation. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Vikano macht auch eine Stadt. Na gut. Gut, er will Nutznießer der Mangroven werden. Sinnvoll, okay. Ich bin dran.
Nein, er hat noch eine Planumwandlung. Ich bin dran. Ich muss Siegpunkte raushauen. Noch und nöcher. Und dann will ich auch mal Karten ziehen dürfen. Wie das denn jetzt die letzte Generation? Ich habe zumindest keine Karten mehr, aber ich habe 6 Aktionen noch. Ui. Komm schon. Komm schon. Ja. Und? Was hast du gemacht? Noch eine Stadt! Ach. Ja, das war die Stelle, wo ich eventuell noch hingebaut hätte. Guck mal, die andere in der Stadt wäre doch viel schöner gewesen. Echoline Rock, das Spiel. Guckt euch nur mal diesen Wald an. Im Südwesten. Was ist das für ein gigantischer Wald? Der Mars ist heute wirklich der grüne Planet. Dank Echoline. Nicht dank dem grünen Spieler. Der baut auch noch eine Grünfläche. Die Marsbahn fährt nochmal. Ich bin dran. Ich bin total am Ende von der 10. Generation. Hol ich mir erstmal einen Terraforming-Wert für Lau. Und dann hole ich mir natürlich auch noch ein Tierchen. Wenn ich jetzt gleich einen Wald baue, gibt es eine Stelle, wo ich eine Grünfläche hinsetzen kann, ohne dass die anderen was davon haben? Nein, gibt es nicht. Weil die anderen den Mars so zugebaut haben. Die haben ihn begrünt. Klimawandel mal anders. Das ist so ein radikaler Klimawandel, da müssen die Grünen doch was gegen haben. Ach, okay. Ja, er zieht eine Karte. Mal wieder. Ach, ich darf ja jetzt auch eine Karte ziehen. Ich darf gleich auch eine Karte ziehen. Ja! Mal gucken, ob da Siegpunkte drauf sind. Am besten noch so ein schöner Asteroid, der zweimal die Temperatur erhöht und noch den Ozean erschärft. Ich ziehe gleich eine Karte. Noch eine Stadt. Das ist doch echt nicht die Possibility. Na, okay. Warte, ich weiß gar nicht, hat er denn? Naja, ob sich das jetzt gelohnt hat. So, ich ziehe jetzt einmal eine Karte. Naja, 3 Energieproduktion für insgesamt 17? Lohnt sich das? Nee. Das war jetzt nicht die Karte, die ich mir erhofft hatte. Ich habe keine Karte mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich will mir erstmal noch Geld. So, 27. Das heißt, ich könnte gleich noch eine Stadt bauen, aber ich fürchte mal, jetzt ist kein Platz mehr auf dem Mars. Dann hole ich mir gleich den letzten Ozean. Schade, dass ich die Standardprojekte nicht auf der Hand habe. Ja, was passiert jetzt? Ach, Alzarin hat seinen Zug getätigt, hat sich ein Tier geholt. Tiere bringen Punkte. Das ist einfach ein Vorteil. Wie viele Punkte hat Alzarin jetzt? 14. Ich habe 2
22, Kano hat 19. Oh, Kano ist so gefährlich. Nur Kano ist besser auf Mars als ich. Ah. Er ist fertig, okay. Ja, gut. Energieinfrastruktur. Ob sich das jetzt noch lohnt, ob das den Braten jetzt noch fett macht, ich weiß es ja nicht. Ich mache jetzt einen Ozean. Wo mache ich den Ozean hin? Hol ich mir eine Karte? Nee. Ich hol mir eine Pflanze. Aber eigentlich hat das jetzt auch nichts gebracht. Ich kann jetzt eine Grünfläche bauen und danach nie wieder. Die Grünfläche hätte ich später auch noch bauen können. Ach man. Wo gehen wir hin? Wem geben wir einen Punkt? Also, Ekolan ist stark auf dem Mars, während Kano. Ich habe vor Kano mehr als vor Ekolan. Auch wenn ich denke, dass Ekolan gewinnen wird. Ne, da hole ich mir hier doch nochmal eine Pflanze und 4 Millionen. Der Mars ist auf jeden Fall schon mal ziemlich voll, so voll ist er selten. Azarin ist fertig, was hat er gemacht? Oh ja, die lohnt sich jetzt natürlich. Wie viel kriegt er dafür? Wie viel kriegt er dafür? 6 nur. Hat sich doch nicht gelohnt. Aber der hat jetzt 43 Millionen Produktion. Das ist doch unzuglaublich. Ich bin dran. Ich habe noch 2 Aktionen. Ich kann mir hier noch nur eine blöde Mikrobe holen, die mir nichts bringt. Und dann kann ich noch einen Raubfisch holen. So, jetzt sind wir auf 15 Millionen und keine Aktion. Ich könnte also jetzt nochmal die Temperatur erhöhen und hätte damit auf jeden Fall die 1 Million wieder wettgemacht, die ich in der 10. Generation verloren habe. Oder ich spare mir das Geld, falls ich jetzt noch so eine mega bombastische 4 Siegpunkte-Karte ziehe. Ja, das ist ja recht unwahrscheinlich. Also. Wie viel Geld hat Altarine noch? Vielleicht kann er ja auch zumachen. Nee, er kann auch nicht zumachen. Aber 10 Karten auf der Hand. Was hat er da gemacht? Okay. Ob die jetzt noch was bringt? Man weiß es nicht. Oh nein, und dann bin ich gleich auch noch letzter in der letzten Generation. Oh, da wollen wir mal. Die Temperatur erhöhen. So, wenn er jetzt die Temperatur erhöht, er kann sie eigentlich nicht mehr erhöhen. Nee, mit 0 Millionen ist es unmöglich. Wobei er hat 10 Handkarten. Wenn er die natürlich alle verkauft hätte, wäre es immer noch nicht genug, aber. Ich bin dran und ich würde dann mal sagen, diese Generation ist zu Ende und die nächste Generation wird ziemlich sicher die letzte Generation sein.